Schon wieder ein Anstieg. Mehr als 300 Infizierte sind dazugekommen. Ein Drittel davon hat das Coronavirus aus dem Urlaub mitgenommen. Unter Rückkehrern soll deshalb mehr getestet werden. Guten Abend bei der Zeit im Bild. Ausgerechnet beim Arbeitsmarktservice droht ein Arbeitskampf. Der Betriebsrat fordert 650 zusätzliche Mitarbeiter, weil durch Corona so viel zu tun ist. Und der weißrussische Machthaber Lukaschenko bittet Putin um Hilfe wegen der anhaltenden Proteste. Das Sonntagswetter wird warm und wechselhaft. Wir sind ja schon Kummer gewohnt in Sachen Corona, aber heute sind die Zahlen wieder so hoch wie zum Höhepunkt des Lockdowns im April. Wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Jedenfalls macht das alles nachdenklich. Ja, vor den Neuinfektionen steht jetzt nämlich schon ein Dreier. Wir liegen also bei über 300 von gestern auf heute neu positiv Getesteten. 303 sind es ganz genau. Das hatten wir zuletzt eben Anfang April. Auch der Wochenschnitt zeigt, wie es nach oben geht mit den Zahlen in Österreich. In den vergangenen 7 Tagen sind im Schnitt 180 Corona-Infektionen pro Tag dazugekommen. Und es betrifft vor allem wieder Wien. Da gibt es die meisten Neuinfektionen mit 131, gefolgt von Oberösterreich mit 51 und knapp dahinter dann Tirol mit 37. Insgesamt eine Entwicklung, die Urlaubspläne vieler über den Haufen geworfen hat. Vor dem Karawankentunnel Richtung Slowenien braucht man Geduld. Es sind hauptsächlich Deutsche, die im Schritttempo auf dieser Route Richtung Kroatien wollen. Ja, gut, ein bisschen Bedenken hat man natürlich schon, aber andererseits im Ferienhaus sind wir unter uns, also da habe ich jetzt nicht die große Angst. Seitenwechsel. Für die überraschend wenigen österreichischen Kroatien-Rückkehrer verläuft die Einreise ohne nennenswerte Verzögerungen. Ähnlich ist die Verkehrssituation in Spielfeld in der Steiermark. Stau bei der Ausreise Richtung Kroatien unter den großteils deutschen, polnischen und tschechischen Autofahrern. Der große Rückreiseverkehr von Österreichern aus Kroatien bleibt aus. Eine Geduldsprobe haben alle vor sich, die im Lauf des Tages aus einem Risikogebiet am Flughafen Wien-Schwechat landen und einen PCR-Test machen müssen. Stundenlanges Warten, es gebe ein Softwareproblem, heißt es von Seiten des Flughafens. Der, was noch nicht krank ist, der wird jetzt krank. Von anstehen, weil Abstand ist sowieso keiner gehalten worden. Aber nicht nur Urlauber stehen hier in der Schlange. Ich war auf Kur, musste wegen einem Todesfall heimfahren. Muss jetzt wieder einen Test mitbringen, sonst darf ich nicht zurückkommen. Um Engpässe zu vermeiden, können nun alle, die bis morgen aus Kroatien zurückkehren, gratis Corona-Tests machen, kündigt Gesundheitsminister Rudolf Anschober heute an. Angesichts der steigenden Corona-Zahlen will die Regierung außerdem die Grenzkontrollen verschärfen. Uneins ist man offensichtlich aber, wer dafür zuständig ist. Bundeskanzler Sebastian Kurz richtet heute eine Forderung an die Gesundheitsbehörden, strenger zu kontrollieren. Die FPÖ sieht darin eine Forderung an sich selbst. Schließlich sei der Regierungschef letztverantwortlich. Der Gesundheitsminister wiederum lässt daraufhin ausrichten, er habe bereits gestern eine Weisung erteilt, die Grenzkontrollen auszuweiten. Wie die Kontrollen ab Montag dann genau funktionieren sollen, ist teilweise aber noch unklar. Was passiert etwa, wenn Kroatien-Rückkehrer einfach behaupten, sie wären bloß in Slowenien gewesen? Wir sind kein Überwachungsstaat. Wir sind natürlich darauf auch angewiesen, dass die Menschen eigenverantwortlich handeln, dass sie mit der Polizei und den Gesundheitsbehörden zusammenarbeiten. Deutschen Kroatien-Rückkehrern will man Auflagen für die Durchreise erteilen. Dass man das Land auch wieder dann verlassen muss, dass man nachweisen muss, dass man durchtransitiert, dass man den Wohnsitz auch in der Bundesrepublik Deutschland etc. nachweist. All das, dieses Maßnahmenpaket wird jetzt von den Gesundheitsbehörden parallel erarbeitet. Der Innenminister bietet zudem an, 300 Polizeischüler zusätzlich an die Grenze zu schicken. Das bringe aber nur etwas, wenn auch die Gesundheitsbehörden ihr Personal aufstocken würden, so Nehammer. Die Regierung will also strenger kontrollieren an den Grenzen. Kritiker zweifeln heute, ob das etwas ändert an der Ausbreitung an sich und am Leichtsinn mancher Touristen. Und die Reisewarnung für Kroatien, die eben ab Montag um Mitternacht gilt, die sorgt in dem Mittelmeerland auch für Debatten. Besonders Hoteliers und Gäste in Istrien zum Beispiel haben mitunter wenig Verständnis, weil es dort kaum Corona-Fälle geben soll. Sie fordern partielle, also nur teilweise Reisewarnungen. 40.000 Menschen aus Österreich sind gerade auf Urlaub in Kroatien. Noch haben sich noch nicht viele auf die Heimreise gemacht. Opatija zählt zu jenen Orten in Kroatien, die bei Österreichern besonders beliebt sind. Trotzdem gibt es nach wie vor deutlich weniger Gäste als im Vorjahr. In den Hotels herrscht völliges Unverständnis, dass Österreich eine Reisewarnung für ganz Kroatien ausgesprochen hat.
die Fälle, die hier auftreten, kommen ja nicht aus der Region Qana und aus Istrien. Die kommen ganz woanders her, hunderte Kilometer von hier entfernt. Und daher ist einfach die Forderung, dass die Regionen Istrien und Qana von dieser generellen Reisewarnung Stufe 6 ausgenommen werden. Um Österreichern eine vorzeitige Rückkehr zu ersparen, organisiert das Management Covid-Tests, die in der nahegelegenen Hafenstadt Rijeka durchgeführt werden können. Wir sind mit den Gesundheitsbehörden im guten Kontakt. Wir haben bereits Termine für Montag, Dienstag vereinbart. Die arbeiten auch jetzt am Wochenende. Also es ist überhaupt kein Problem, einen Covid-Test hier zu machen. Kritisch sieht die uneingeschränkte Reisewarnung auch so mancher Urlauber. Die Rache kommt wahrscheinlich dann irgendwann auch mal, dass die anderen Regierungen sagen, leider Gottes wahrscheinlich, dass man halt nicht nach Österreich fahren kann, weil die Skigebiete alle verseucht sind. Viele Österreicher haben ihre Buchungen storniert, nicht aber Deutsche und Slowenen, deren Länder keine Reisewarnung für Kroatien ausgesprochen haben. Deutsche können also noch bleiben, die Österreicher sollen zurückfahren, aber der Tag heute hat eigentlich noch relativ wenig Verkehr in Richtung Norden gebracht. Bernd Radler ist für uns an der Grenze beim Karawankentunnel in Kärnten. Herr Radler, merkt man denn jetzt am Abend schon etwas von einer möglichen Rückreisewelle der Österreicherinnen und Österreicher? Nein, noch immer nicht. Die befürchtete große Rückreisewelle von Kroatien über Slowenien hinein nach Österreich, eben hier beim Karawankentunnel unter anderem nach Kärnten hinüber, ist mittlerweile noch ausgeblieben. Am Nachmittag hat es auf dieser Seite eben bei der Einreise nach Österreich zwar kurze Staus gegeben, aber keine nennenswerten Wartezeiten. Wenn man es mit dieser Seite vergleicht, wo es hier totenstill ist, hat es am Nachmittag enorme Staus gegeben. Vor allem deutsche Urlauber haben sich 20 Kilometer bis nach Villach zurückgestaut. Das bedeutet eine Anfahrtszeit von 4 bis 5 Stunden zum Tunnelportal des Karawankentunnels hier hinter mir. Das war wirklich eine Geduldsprobe für die deutschen Urlauber. Und ich habe gerade vorher mit dem Sprecher der ASFINAG, mit Hannes Zausnick, telefoniert. Und er rechnet heute mittlerweile damit, dass erst morgen die Rückreisewelle kommt, gegen Mittag, Nachmittag oder Abend. Er vermutet nämlich, dass die österreichischen Urlauber bis zum Eintreten der Reisewarnung noch die Zeit an der Adria in Kroatien in der Sonne am Strand auskosten wollen. Und wir haben auch gehört, die Kontrollen an der Grenze da bei Ihnen sollen auch schärfer werden. Wie stellen sich denn die Kontrollen im Moment jetzt da? Was nehmen Sie da wahr? Ja, ich war heute unterwegs mit meinem Kamerateam am Läubeltunnel. Das ist der Bundesstraßengrenzübergang in der Nähe von Klagenfurt. Und ich bin jetzt hier im Karawankentunnel und an beiden Orten habe ich eigentlich keine Verschärfung der Kontrollen aus meiner Sicht wahrnehmen können. Zuerst stehen Bundesheersoldaten im Assistenzeinsatz, die fragen die Einreisenden, woher sie denn kommen. Da ist man, wie wir schon gehört haben, vom Innenminister auf die wahrheitsgetreue Aussage der Einreisenden angewiesen. Heute haben noch viele gesagt, sie kommen aus Kroatien. Ab Montag hat das dann ja weitreichende Folgen. Da bleibt abzuwarten, welche Antwort da kommt. Die Bundesheersoldaten messen dann auch noch die Körpertemperatur der Einreisenden. Dann geht es noch kurz weiter zu einem Polizisten, der kontrolliert den Pass. Und schon geht es los hinein nach Österreich und weiter nach Deutschland, wo auch immerhin die Reisenden unterwegs sind. Dankeschön, Bernd Adler, für diese Schilderungen live vom Karawankentunnel. Corona verlangt vielen vieles ab und an einer jener Stellen, die am stärksten belastet sind, droht ein Arbeitskampf, nämlich ausgerechnet beim AMS, dem Arbeitsmarktservice. Der Betriebsrat fordert mehr als 650 neue Jobs, weil eben durch Corona so viel mehr zu tun ist. Wenn bis Mitte September keine neuen Mitarbeiter da sind, könnte eben sogar Streik drohen. Die Schlangen vor den AMS-Stellen, sie sind lang in Corona-Zeiten. Vor allem aber laufen die Telefone heiß. Die höchste Arbeitslosigkeit seit Jahrzehnten, 200.000 waren es zusätzlich, und die 110.000 Anträge auf Kurzarbeit. Sie haben den AMS-Mitarbeitern Unmengen an Zusatzarbeit gebracht. Auf Dauer geht das nicht, sagt Zentralbetriebsratsobmann Rammel. Und er hat dabei die volle Unterstützung des AMS-Vorstands. Man hat sich ausgerechnet, dass es zu den derzeit 5.500 Vollzeitstellen zusätzlich 652 braucht. Kosten würde das 30 Millionen Euro. Verärgert ist er vor allem, dass die Politik zwar Hilfe versprochen, aber nicht gehalten hat. Für das, dass meine Kolleginnen und Kollegen 73.000 Überstunden vom März bis Juni geleistet haben und wirklich zusammengehalten haben und wirklich tollen Einsatz dafür wird man sich schon eine Sonderprämie von Covid wünschen, umso mehr es in verschiedenen Sparten welche gibt. Deshalb läuft ab Montag bis Mitte September eine Urabstimmung unter der AMS-Belegschaft über gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen. Streik ist dabei bewusst nicht ausgeschlossen.
Heute ist Maria Himmelfahrt in Österreich ein, naja, normaler Feiertag. In Italien hingegen sagen sie sehr klingend Ferragosto. Und das meint viel mehr als nur einen freien Tag. Ferragosto ist der Höhepunkt des Sommers, der Höhepunkt der Reisesaison. Es geht um Urlaub, Dolce Vita und Gelato. Normalerweise zumindest im Corona-Jahr hingegen arbeiten Unternehmen durch, statt Betriebsferien zu machen. Und selbst Rom ist leer und ganz anders, wie uns Cornelia Wospanik aus der ewigen Stadt berichtet. Das Kolosseum hat wahrlich schon bessere Zeiten gesehen. August ist zwar nicht die Hauptreisezeit im Städtetourismus. Die Italiener selbst sind am Strand oder in den Bergen. Aber normalerweise würden sich Fernreisende hier tummeln. Nicht so heuer. Es ist ein fast Totalausfall für den Städtetourismus. Dieser Familienbetrieb hat eines von 18 Zimmern vermietet. Bis September gibt es keinerlei Buchungen. Das Jahr ist zu vergessen, glaubt man hier. Wir überleben nicht. Ganz einfach. Wir müssen sehen, wie es weitergeht und dann schauen, was wir tun. Von den 2000 Hotels in Rom haben gerade einmal 200 geöffnet. Und die sind zu 20% oder 30% ausgelastet. Eine Preisschlacht, wie es sie gerade gibt, bringt nichts, wenn es an Gästen fehlt, sagt der Präsident einer römischen Hoteliersvereinigung. Für die, die kommen, ist der Preiskampf natürlich ein Vorteil. Sie erleben eine Stadt, die gerade viel lebenswerter ist und in der die Museen geöffnet sind. Aber das Problem ist, dass sich die halbe Welt gerade nicht bewegt. Zwei Jahre könnte es dauern, bis die Asiaten oder US-Amerikaner wiederkommen. So manches Hotel wird den langen Atem dafür nicht haben. In Weißrussland haben die Gegner Lukaschenko seine Beruhigungspille nicht geschluckt. Er hat ja 2000 Demonstranten wieder freigelassen. Die Massenproteste, die gehen trotzdem weiter. Lukaschenko sieht offenbar schon eine Revolution heranrollen und sucht Unterstützung bei Russlands Präsident Putin. Das verzeihen wir nicht, rufen die Demonstranten in Minsk. Sie gedenken eines Mannes, der bei Zusammenstößen mit der Polizei ums Leben gekommen ist. Zuletzt verlaufen die Proteste aber friedlich. Am Regierungssitz in Minsk senken die Soldaten ihre Schutzschilder und die Demonstranten fordern sie zur Solidarität und dem Ende des Blutvergießens auf. Wir sind gegen Gewalt und für Frieden und faire Wahlen. Wir wollen einen Machtwechsel. Das wollen auch tausende Fabriksarbeiter in Staatsbetrieben, die sich den Protesten anschließen. Noch nie war die Bevölkerung des Landes so geeint, sagt die Minsker Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikova. Wir haben sowas noch nie für letzte 26 Jahre erlebt. Es ist irgendwas Neues. Und jetzt ist die Zeit, wo die belarussische Volk fühlt sich sehr geeignet. Und wir sind einfach eine Nation oder ein Volk. Und wir haben das sowas früher überhaupt nicht früher erlebt oder gespürt. Präsident Alexander Lukaschenko bezeichnet die Proteste einmal mehr als eine Verschwörung, hinter der ausländische Kräfte stecken. Grund genug, sagt Lukaschenko, den russischen Präsidenten Putin zu Hilfe zu rufen. Alexander Lukaschenko hat sich telefonisch mit Wladimir Putin über die Lage beraten. Konkrete Ergebnisse sind nicht bekannt. Fest steht aber, dass Lukaschenko weiter eine Gefahr aus dem Ausland beschwört, anstatt den Dialog mit der Bevölkerung zu suchen. Auf deren Rufe nach politischen und wirtschaftlichen Reformen hat er keine Antwort. Unterstützung, das wollten auch die USA bei ihrem Wunsch, das Waffenembargo gegen den Iran zu verlängern, das im Herbst nach 13 Jahren ausläuft. Aber damit sind sie im UNO-Sicherheitsrat gescheitert. Und prompt kommt aus den USA die Drohung, das Atomabkommen mit dem Iran komplett scheitern zu lassen. Neben den USA stimmt nur die Dominikanische Republik einer Verlängerung des Waffenembargos gegen den Iran zu. Russland und China legen ein Veto ein. Der Rest der 15 Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats enthält sich. Rückblick auf das Jahr 2015. In Wien wird das Iran-Atomabkommen unterschrieben. Dieses soll sicherstellen, dass der Iran keine Kernwaffen entwickelt. Im Gegenzug dazu werden Sanktionen fallen gelassen und ein Ende des Waffenembargos auf Oktober 2020 festgelegt. Doch 2018 kündigt die US-Regierung unter Donald Trump einseitig das Atomabkommen auf und verhängt eigene Sanktionen gegen den Iran. Es sei ein Fehler, das Waffenembargo nicht zu verlängern, so US-Außenminister Mike Pompeo bei seinem Europabesuch in Polen. Die USA drohen nun mit der Aktivierung des im Wiener Abkommen festgelegten Snapback-Mechanismus,
Damit könnten alle davor beschlossenen UN-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft treten. Ob die USA dazu überhaupt berechtigt sind, ist umstritten. Beirut versucht, sich nach der verheerenden Explosion wieder aufzurappeln. Aber 170 Menschen sind tot, 6.500 verletzt, Hunderttausende haben alles verloren. Die Katastrophe trifft den Libanon nach harten Jahren der Wirtschaftskrise, der die Hälfte der Menschen zuvor schon in Armut gestürzt hat. Die Ärmsten unter den Armen sind die Flüchtlinge. 1 Million hatte das Land zu versorgen. In Beirut sind diese Menschen mehr denn je auf Hilfe angewiesen. Burj Hamoud ist eines der ärmsten Viertel in der Stadt. Hier leben viele Syrer, Armenier und Palästinenser. Diese jungen Helfer, zum Teil selbst Migranten und Flüchtlinge, gehen von Tür zu Tür, um zu fragen, woran es den Menschen fehlt. Wir sammeln Daten und koordinieren uns mit den Hilfsorganisationen. Wir bringen Essen, reinigen die Häuser und unterstützen psychologisch. Viele Syrer erinnert die Explosion an Kriegserlebnisse. Im Gastland ist in diesen Tagen von der erhofften Sicherheit keine Spur. Syrer sind hier nicht sehr integriert, sie brauchen aber mehr Hilfe denn je. Im Hafengebiet arbeiten viele Syrer als Hilfskräfte. In dieser Einzimmerwohnung unweit des Hafens lebt Familie Bader. Mein Mann arbeitet seit Monaten nicht, wir können unsere Miete nicht bezahlen und jetzt ist auch noch einiges kaputt. Vor allem die medizinische Notlage ist groß. Die Erstoperationen wurden oftmals gratis gegeben, aber die Folgeoperationen und die Medikamente können die meisten Leute sich einfach nicht leisten. Kommt dann mal schnell eine 600-Dollar-Rechnung. Für Leute, die im Schnitt im Monat 40, 50 Dollar verdienen. Wie soll das gehen? Durch den unermüdlichen Einsatz der Hilfsorganisationen bleibt zu hoffen, dass die Ärmsten der Armen nicht noch weiter an den Rand der Gesellschaft rücken. Berichtet unsere Reporterin Sophie Rupetz aus dem Libanon. Über den Wolkenbruch am Wolkenturm und dem jähen Ende der Eröffnung des Festivals Grafenegg berichten wir gleich nach den anderen wichtigen Meldungen von heute. Der brasilianische Regenwald hört nicht auf zu brennen. Satellitendaten der brasilianischen Raumfahrtagentur zeigen eine Zunahme der Waldbrände im Amazonasgebiet im Juli um 28% im Vergleich zum Vorjahr. Die Soko Ibiza hat bei der Auswertung von 14 Mobiltelefonen auch Kurznachrichten von Bundeskanzler Kurz gefunden. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage hervor. Die FPÖ fordert nun die Vorlage dieser SMS im Ibiza-U-Ausschuss. Neue Vorwürfe gibt es in der Causa Casinos. Der umstrittene FPÖ-nahe Ex-Vorstand Peter Siedlow soll vertrauliche Entwürfe für ein Glücksspielgesetz zugespielt bekommen haben. Und zwar aus dem Büro des früheren Finanzstaatssekretärs Hubert Fuchs. Das berichtet das Profil. Am Dachstein sind zwei deutsche Bergsteiger in einem Klettersteig vom Blitz getroffen worden, einer direkt am Helm. Beide Männer haben aber unverletzt überlebt und sind zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Unwetter, die haben auch das Festival Grafenegg in Niederösterreich um die glanzvolle Eröffnung gebracht, denn schon nach der Ouvertüre war Schluss. Zu stark waren Regen und Gewitter und Ausweichen nach drinnen ging wegen der Corona-Regeln nicht. Nicht ganz 15 Minuten hat der Auftakt zum 14. Grafenegg-Festival gedauert. Beethovens Ouvertüre zum Ballett Die Geschöpfe des Prometheus konnte das Tonkünstlerorchester Niederösterreich gerade noch fertig spielen. Dann musste abgebrochen werden. Dann ist letztendlich der Moment, wenn die ersten Geigen nass werden. Dann sagt das Orchester, wir können nicht mehr weiterspielen. Und das ist die Kombination aus Wind und Regen. Dabei hatte zunächst alles vielversprechend begonnen. Sonnenschein und gut gelaunte Besucher, die Corona-bedingt in den getrennten Sicherheitszonen auf den Einlass gewartet haben. Dass das Festival auch in Krisenzeiten durchgeführt wird, sei eine wichtige Botschaft, wird betont. Denn Kultur ist eine wichtige Lebensader für die Menschen als Kraftquelle, aber vor allem auch als touristisches Magnet. Und deswegen sind wir dankbar, dass Grafenegg 2020 stattfindet. Jetzt hoffen die Veranstalter auf bessere Wetterbedingungen für die weiteren Konzerte bis 6. September, unter anderem mit Anna Netrebko und dem künstlerischen Leiter Rudolf Buchbinder. Ja, für die gute Sonntagsplanung liefern wir Ihnen noch den Wetterbericht. Markus Watzak sagt uns gleich, wie es morgen wird. Und wir alle hier wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis morgen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer Spätausgabe der Zeit im Bild. Gesundheitsminister Anschober will Reiserückkehrer aus Kroatien verstärkt auf das Coronavirus testen lassen, auf freiwilliger Basis. Von gestern auf heute sind 303 neue Infektionen offiziell gezählt worden. Ein Drittel davon sind Rückkehrer aus dem Urlaub. Ab Montag Mitternacht gilt für ganz Kroatien die höchste Reisewarnstufe. In der Region Istrien stößt das teilweise auf Unverständnis. Die Neuinfektionen, die gemeldet wurden, die betreffen andere Regionen, die von uns teilweise hunderte Kilometer entfernt sind. Am Campingplatz nahe des kroatischen Badeorts Poric sind seit gestern Stellplätze frei. Die große Rückreisewelle hat noch nicht eingesetzt. Ich bleibe bis Samstag. Schauen wir mal, wie es bei der Grenze ist, sonst bleibe ich 14 Tage in Quarantäne. Kroatien-Heimkehrer haben bei der Einreise nach Österreich heute weder am Karawankentunnel noch an steirischen Grenzübergängen Probleme. Ganz anders schaut es in die andere Richtung aus. Kilometerlanger Stau durch deutsche Urlauber, die am Karawankentunnel oder in Spielfeld Richtung Süden wollen. Wenn Sie wieder zurückreisen, dürfen Sie in Österreich nicht anhalten. Der Innenminister will Ihnen dafür Auflagen erteilen. Dass man nachweisen muss, dass man durchtransitiert, dass man den Wohnsitz auch in der Bundesrepublik Deutschland etc. nachweist. Bundeskanzler Sebastian Kurz fordert heute schärfere Grenzkontrollen. Quasi von der eigenen Regierung, lautet die Kritik der Opposition. Gesundheitsminister Anschober lässt daraufhin wissen, er habe bereits gestern schärfere Grenzkontrollen ab Montag angeordnet. In der Causa Casinos gibt es neue Vorwürfe gegen den umstrittenen FPÖ-nahen Ex-Vorstand Peter Sidlow. Wie das Nachrichtenmagazin Profil berichtet, soll er damals als Casino-Manager einen vertraulichen Entwurf für ein Glücksspielgesetz verlangt haben. Sidlow soll die Ministeriumspapiere von einer Informantin aus dem Büro des früheren FPÖ-Finanzstaatssekretärs Hubert Fuchs gefordert und an seine private Mailadresse zugeschickt bekommen haben. Das würden Handy- und E-Mail-Auswertungen der Staatsanwaltschaft zeigen, berichtet Profil. Schon länger vermuten die Ermittler in der Causa einen geheimen Deal um Glücksspiellizenzen. Alle Beschuldigten streiten das ab. Dem weißrussischen Machthaber Lukaschenko werden die Proteste gegen seine mutmaßlich gefälschte Wiederwahl immer mehr zur Belastung. Heute hat er Russlands Präsident Putin um Hilfe gebeten und er scheint diese auch zu bekommen. Die Opposition protestiert seit Tagen gegen Lukaschenko. Durch die anhaltenden Demonstrationen auf den Straßen und Streiks in staatlichen Betrieben gerät Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko immer weiter unter Druck. Er vermutet hinter den Demonstrationen eine Verschwörung aus dem Ausland, die nicht nur Weißrussland bedrohe, sagt er. Die Gefahr sei so groß, dass er auf die Hilfe des russischen Präsidenten Wladimir Putin angewiesen sei. Nach einem Telefonat soll Putin heute Unterstützung zugesichert haben. Wie diese aussehen wird, ist noch nicht klar. Die heutigen Proteste in der weißrussischen Hauptstadt Minsk verlaufen friedlich. Die Demonstrierenden gedenken eines Mitstreiters, der bei Zusammenstößen mit der Polizei ums Leben gekommen ist. Das werden wir euch nicht vergessen, rufen sie. Die Sicherheitskräfte bleiben heute im Hintergrund. Viele Protestierende fordern sie zu Solidarität auf. Die blutigen Auseinandersetzungen der letzten Tage sollen sich nicht mehr wiederholen. Der Amazonas-Regenwald in Brasilien brennt wieder verstärkt, ähnlich wie schon im vergangenen Jahr. Nicht allein die Trockenheit ist der Grund, sondern vor allem auch Brandstiftung durch Landwirte, die Weide- und Ackerland gewinnen wollen. Aufgrund der Trockenheit ist der Amazonas-Regenwald besonders zwischen Juni und September anfällig für Brände. Doch in den letzten Jahren nehmen diese massiv zu. Im Vergleich zum Vorjahr sollen sie im Juli um rund 28% gestiegen sein. Der Grund? Brandstiftung. Das Feuer ist eine Folge der Abforstung. Wenn man gegen das Feuer etwas tun will, muss man dagegen ankämpfen. Es sind vor allem Bauern, die das Feuer legen. Sie erhoffen sich dadurch neue Flächen für den Anbau von Soja oder Viehzucht. Dass wenig dagegen unternommen wird, liegt auch an dem jetzigen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Bereits im Wahlkampf gab er bekannt, das Regenwaldgebiet auch wirtschaftlich mehr nützen zu wollen. Der kaputte Öltanker vor Mauritius ist offenbar auseinandergebrochen. Das berichten lokale Medien und das zeigen auch Bilder aus der Luft. Das japanische Schiff ist vor gut drei Wochen vor der Trauminsel auf Grund gelaufen. Wegen des starken Wellengangs vergrößerte sich der Riss. Aus Angst, dass der Frachter komplett auseinanderbricht, wurde in den Tagen zuvor das restliche Öl aus dem Schiff gepumpt. Insgesamt sind dennoch mehr als 1000 Tonnen Öl in den Ozean geflossen. Zahlreiche Einsatzkräfte und freiwillige Helfer haben versucht, die Umweltkatastrophe noch zu verringern. Und hier sind die Wetteraussichten für Österreich.
Morgen am Sonntag ist es nach Norden hin länger sonnig, sonst bleibt es wechselhaft und vor allem entlang und südlich des Alpenhauptkamms entstehen tagsüber wieder Schauer und Gewitter. Dazu ist es morgen schwülwarm bei 24 bis 30 Grad. Auch zu Wochenbeginn geht es unbeständig weiter. Ausgehend vom Bergland breiten sich Tag für Tag Regenschauer und Gewitter aus. Länger sonnig ist es im Flachland. Die Temperaturen bleiben auf sommerlichem Niveau. Und mit diesen Aussichten wünschen wir Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.